Die Zukunft ist gelandet im Starnberger See. Das Spaceship ist die Idee von Künstler Markus Heinsdorf. Vielleicht ist ja das die Antwort auf den Klimawandel. Ja, das könnte vielleicht das Leben für die Zukunft sein. Schwimmende Städte, schwimmende Dörfer, schwimmende Gebilde. Also einfach das Land wird weniger, das Wasser wird mehr und wir werden uns vielleicht an eine neue Form des Lebens gewöhnen müssen. Und ich möchte da Pionier sein. Wenn die Zukunft auf dem Wasser liegt, dann ist das die Arche Noah. Oben entsteht ein Gewächshaus. Unten Wohnbereich mit Kochnische, nur ein paar Quadratmeter. Noch fehlt die Innenausstattung. Alles ist ganz minimalistisch auf dem Wasser. Das ist ja nicht verkehrt. Das ist also, wenn man so den einen oder anderen Film mal schon anschaut oder was, kann das schon irgendwann einmal Tatsache werden. Hoffentlich kommt es nie so weit, dass wir sowas brauchen. Ja, warum? Ja, man ist ja total eingeschränkt. Also, nein, könnte man nicht vorstellen. Wir werden uns ja sicher in der Zukunft auch reduzieren müssen, auch von der Energie. Und ich glaube, dass die Idee, die hier dahinter steht, mit diesen Multifunktionsebenen und Räumen und Modulen, dass man da, glaube ich, ganz gut leben kann und alle Dinge, die man als Wesentliches braucht, zum Leben und Überleben, dass das ganz gut funktionieren wird. Zum Überleben entsteht gerade eine weitere Plattform, ein Gemüsegarten. Er wird an Spaceship angehängt. Markus Heinsdorf will komplett autark leben. Die Installation soll auch ein Denkanstoß sein. Man könnte in Flutgebieten Hütten aufschwimmen lassen bei großen Überschwemmungen und so ganz reale Lösungen herbeiführen würden, dass Menschen nicht nur immer auf der Flucht sein müssen, sondern dass man sozusagen das Positive aus dem Wasser, dem Element Wasser rausholt. Tageweise will der Künstler das Leben auf dem Spaceship ausprobieren und hat damit auch schon den Museumsdirektor angesteckt. Also das fände ich interessant, einfach mal einen Monat darauf zu leben und auch zu versuchen, von dem mich zu ernähren, was auf diesem kleinen, in diesem kleinen Lebensraum wächst und gedeiht. Herr Heinsdorf wird es ja so versuchsweise ein paar Tage machen und wir werden ihn dann auch besuchen können mit einem Ruderboot, was am Ufer steht. Bis Sonntag soll das Spaceship fertig sein und geht vor dem Buchheim-Museum im Starnberger See vor Anker. Wer will, kann rüberrudern zu Markus Heinsdorf und seine Vision der Zukunft erleben.